Jetzt, meine Freunde, jetzt kümmern wir uns in der Arena um einen neuen Teil des Beast-Amuletts. Vorher werde ich natürlich Sachen verkaufen und meinen Dondrakich auferstehen lassen. Das mache ich zuerst, ich will das Dondrakich haben. Ist das schön? Ja, ein kleines Dondrakich haben wir. Hallo, halt die Klappe und Hallo. öffne dieses Ei. Es könnte auch Wasser sein. Ja, mal gucken. Das ist Feuer, ich wollte schon sagen. Dondrakich. Der kommt sowas von ins Team. Thank you for coming. Und das kann sogar sein, dass. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, dass der den Platz von Luch einnimmt. Yep, denn Luch wird nicht lange im Team bleiben. Der hat im späteren Verlauf unglaublich MP-Mangel. Und da bringt er gar nichts mehr. Three Stones weg. Flame Book, Cloud Book, Sleepy Book, alles weg. Und den Rest behalten wir so dabei. Buy Items. So ein Slimmig brauche ich gleich, denn ich möchte ja auf jeden Fall einen Schleim haben. Das heißt, den kaufen wir schon mal. Dann gehen wir in die Arena. Ich hoffe mal, dass ich stark genug bin dafür. Ich kann es nicht genau sagen, weil in der Arena ist es immer so eine Sache. Die Gegner sind hier zwar festgelegt in diesem Advanced-Test, welche Gegner man trifft. Ja, komm. Start of Round 1. Wen haben wir denn da? Okay. Okay, fangen wir mit Erde an. Der hat zwei Feuer. Und diese beiden Feuer können, glaube ich, genau, die können beide Arknis, weil das diese Tiki-Drechs sind. Ja, jetzt seht ihr, jetzt ist schon einer umgefallen. Das ist schlecht. Wie viel Schaden machen die? 23, das ist nichts. Okay, draufhauen. Gucken, wie viel Schaden mein Arknis macht. Fast weg. Perfekt, die Mitte ist weg. Okay, ich werde MP sparen und einmal Barit machen, damit die anderen beiden MP wiederbekommen. Hier muss man echt taktisch vorgehen. Jetzt schon. Weil wenn du keine MP mehr hast. Ja, Crush, das ist egal, dann bricht die Barriere, das ist kein Problem. Wenn du keine MP mehr hast, dann bringt dir auch der stärkste Angriff nichts, weil du ihn nicht einsetzen kannst. Ach, und hier in der Arena können sich meine Monster, meine ich, nicht entwickeln. So, komm in die Mitte. Perfekt, und noch eine in die Mitte. Komm. Jawohl. Da ist der Sieg in Runde 1. So, Luch hat jetzt schon keine MP mehr, das ist schlecht. Luch wird deshalb wahrscheinlich auch gleich aus dem Team fliegen für den Drachen. Aber, ne, mal gucken. Okay, der hat schon ein Wasser. Oh, der hat Unterschied. Oh, da. Azlam. Das ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Jetzt pennt er. Aber der macht weiter, Azlam, das ist für uns gut. Vielleicht bekommen meine anderen mehr MP zurück. Oh, nochmal. Perfekt. Ich bitte drum, immer weiter. Na, schade, jetzt macht das nicht. Aber. Area Attack ist schlecht. Twingo woke up. Mach es nochmal hier. Haha, nochmal. Jetzt hat er keine MP mehr mit seinem Azlam. Das ist ganz cool. Twingo schläft zwar, das macht aber gar nichts. Jetzt komm angreifen. Und das dürfte sein Helibus, so wie das Ding heißt, nicht überleben. Knorks. Und Knacks! Jetzt kann er schon mal nicht mehr einschläfern. Und dann greifen wir doch mal an. Der hat noch ein Wasserviech da hinten, sehe ich gerade. So. Perfekt. Dann kommen wir ein bisschen. Ja, stimmt, das Ding war das auch. Was kann das? Das kann so ein Angler-Ding. Kann das Life Snatch? Sowas in der Art? Oder was macht das? Power Snatch, okay. Sie hat schon Power Snatch. Gut. Aber das sollte jetzt auch drin sein. Zack, jawohl. Und winke, winke. Perfekt, da ist der zweite Sieg. Yes, fehlt nur noch einer, dann haben wir es geschafft. Start of Round 3.
Oh, heilige Kacke. Was soll das denn werden? Boah, da sind aber Klopper da drin, du. Da sieht man auch mal in der Arena, ist das ganz anders. Der Typ da zum Beispiel... Oh, wir können Burnstone, okay. Der Typ da, ouch, ist ein Insekten-Hunter. Hat aber überhaupt gar kein Insekt jetzt hier am Anfang dabei. Oh, da machen wir nicht viel Damage. Wie viel Damage machen die? Die daneben. Haha, daneben. Kann ich nochmal? Ich kann nochmal, dann greife ich an. Wenn wir Glück haben, ist die Mitte weg. Komm auf die Mitte. Jawohl. Jawohl, Mitte ist weg. Ah, schon wieder daneben. So, dann werden wir jetzt mal... Oh, what the fuck. Der hat die dritte Entwicklung schon. Boah. Ja, dieses... Viech da ist schon die dritte Entwicklung eines... ja. Monsters von ihm. Komm, ist auch weg. Alter Schwede, ich bin gerade überlegen, ich glaube, Luft werde ich für die Bosskämpfe noch... War ich denn dabei oder switche ich den direkt? Ja, Luft ist zwar cool, aber... Mit dem kann ich nicht mehr viel anfangen. Ich glaube, ich würde eher jetzt auf Dondrakic gehen. Ja, ich weiß es noch nicht. Ja, you fight well, come back again. Rume of Life. Jetzt holen wir uns erstmal ein neues Beastline dazu. Ich möchte erstmal ein Egg hatchen. Ich habe ja noch das Slimmich-Ei dabei. Tada, Slimmich. Und er kann Medina, er kann heilen. ja, und den möchte ich direkt hier hinpacken. So, Beast, check Beasts. Ihr seht das jetzt übrigens gerade, die steigen hier im Level auch, ne? Ihr seht das ja rechts, Level. Da steigen die auch auf. Die kriegen also so auch Erfahrung. Zwar nicht so pralle, aber das passt schon. Slimmich, oh, Dondrakic, ne? Ich bin ja begeistert, dass wir so einen Drachen haben, ey. Der ist jetzt schon von der Stärke her... Boah, der kann es jetzt schon... Er ist so cool. So, und Slimmich, ja, Slimmich wird jetzt mitgenommen und trainiert MP Recovery. Some MP recovered every turn. Ja, yeah, nice. Perfekte Fähigkeit. Gut. Merge Beast, ich kann jetzt mal eben gucken, ob ich für Twingo eigentlich schon eine gute Fähigkeit habe im D-Bereich. Ne, es sieht nicht so aus. Ki Blast, Ups Attack, das brauchen wir nicht. Kuh Killer, extra Damage bei Kuhs. Crush brauchen wir auch nicht. Ulfis ist Quatsch. Ah doch, da ist es! Buddies! Tatsächlich, haben wir schon. Protect all Allies. Das ist die D-Fähigkeit, ja klar. Das ist eine excellent combination. Ach. Ich meine, das ist bei so ein paar Dingern, da haben wir die auch schon, wa? Ich würde jetzt... Jawohl, hier, Buddies, die D-Fähigkeit, perfekt. Gleich rein. Und zack, da sitzt er. Ja, jetzt muss ich gucken, was ich mit meinem nächsten mache. Ich bin mir so unsicher. Ich werde jetzt erstmal... Ja, mein Tamatoch. Behalte ich dein Tamatoch dabei? Ja, Tamatoch ist schnell und eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde... Also auf jeden Fall kann ich euch jetzt schon sagen, kommt Dondrakic ins Team. Das ist klar. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, für wen. Ich bin ja eher der Ansicht, dass es Fluch sein sollte. Weil Dondrakic über mehr MP verfügt. Der hat nur 74 MP. Guck mal, selbst der auf 1 hat so viel, ey. Ist jetzt natürlich doof, wenn ich zu Bossen renne. Obwohl ich die D-Fähigkeit mit Barides und Heilung habe. Ach Leute, wisst ihr was? Das ist ein Let's Play. Hier geht es ums Versuchen und nicht immer Schaffen. Also werde ich jetzt Dondrakic mitnehmen.
Ja. La 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 la. Ja, 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 ja. For anything. Im Let's Play muss auch mal ein bisschen getestet werden. Beast Drop-Off. Der kann zwar Burnshot, aber egal. Tschüss. Beast Pickup. Da ist er. Und ein Drakisch. Der kommt auch erst auf diese Seite. Der wird später auf die an. Wahrscheinlich werde ich den später noch auf Erde mit umskillen, aber das kommt dann erst. Der kann ja auch zwei Sachen erlernen. Dondrakisch, genauso wie Tamatoch und so ein Quatsch. So, ich fange an mit Wasser. Yep, ich mache den Wasserball zuerst fertig. Habe ich mich gerade zu entschieden. Denn das ist wahrscheinlich für Dondrakisch ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt hier gleich in Feuer oder so reinrenne, wo der richtig Damage kriegt. Hier in Wasser ist es für die Gegner, machen die Gegner nicht so viel Schaden. Ein HP Backbook. Cool. Komm her. Training für mein Monster. Lass mal sehen, was haben wir denn da Schönes? Wie sieht denn Barides aus? Klatsch. Ja, gut. Bisschen größer, ne? Aber es wird noch spektakulärer. Hier zum Beispiel, jetzt könnte ich zum Beispiel mit Dondrakisch eine Windattacke machen. Das kann er aber nicht. Ich könnte auch heilen. Euer war im Moment nicht. Mach mal Agnes, dann sollte das Ding auch auf dem Boden liegen. Klar. Tada, 40. Du bist auch noch blablabla. Du bist auch noch blablabla. Nice. Wir gehen in die andere Richtung. Und es ist mir eigentlich... eigentlich bin ich auch eher so jemand, der... am Anfang nicht unbedingt diesen Erdtypen nimmt, also diesen Twingo, der verteidigt, sondern ich bin eigentlich jemand, der sich sagt, so, jetzt nimmst du dir erstmal, was will er denn? Jetzt nimmst du dir erstmal ein Viech, was dich heilt, diesen Slimmig. Hab ich öfter genommen. Oh, Sunny. Did you find lots of beasts? Tried some Gnaws? Yeah, but I couldn't quite figure out how to use them. Gnaws are good. If you're going to use water magic, use Gnaws. But what about their attacks? They're not very strong, right? It is true that their attacks are not very strong, but you can use them with work. The water formation itself is not for attacking. Each of the formations is used according to its own purpose. Think of why the Beast Amulet has four formations. Jujuba, danke schön. Warum hat der Beast-Amulett vier Teile? Das eine ist für Schutz, das eine ist für spezielle Fähigkeiten bzw. Status, das eine ist für Angriff und das eine ist für Heilung. Was ist was, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ne? Feuer ist Angriff, Erde ist Schutz. Da sitzt einer. Erde ist Schutz, Wind ist speziell und Wasser ist Heilung. Auf, was soll ich da lange warten? Hä? Okay. Weg. Einfach weg. Slimmig ist übrigens auch einer, oder die Wasserformation ist auch eine der besten Formationen, was das Wachstum angeht. Neben Wind, die wachsen ziemlich, ziemlich schnell. Was eigentlich ganz cool ist. Water Wizard. Da geht's noch weiter. Guck mal, ich bin gleich weitergegangen hier. Das geht aber nicht. Muss ich gleich nochmal langlaufen. Mugwort ist nicht so wichtig. Oh, läuft einfach weiter. Ich interessiere ihn gar nicht. Oh, hallo. Hallo, dann wir Freunde sein. Ich bin ein kleiner Schleim. Wir haben Slimmigs großen Bruder getötet. Ei, das tut mir aber leid. Jetzt geht das noch mit dem Wachstum des Dachen. Okay, wir haben ihn noch nicht einmal gemerged, aber... Das kommt noch, Leute. Und dann geht die Post ab. Hätte ich nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht,
dass ich auf diese Art so schnell ein Dondrakich finde.